Papa, crois-moi. Papa, glaub mir, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ohne dich sein würde. Ich hätte nie gedacht, dass du mich einmal nicht jeden Morgen wecken würdest, damit ich zur Schule gehe, wie du es immer getan hast. Das hätte ich niemals gedacht. Du bist im Gefängnis, weit weg von mir, weil du für deine Ansichten gekämpft hast. Du bist ein friedliebender Mensch, der andere Menschen gern hat und ihnen nur Gutes wünscht. Warum bist du im Gefängnis, Papa? Das frage ich mich jeden Tag. Stimmt es, dass du dort bist, weil du eine Internetseite gemacht hast, die zu politischen und gesellschaftlichen Diskussionen geführt hat? Als Mama mir erklärt hat, dass du wegen deiner Ansichten im Gefängnis sitzt, habe ich deinen Namen gegoogelt. Ich war überrascht, wie viel Unterstützung du von allen bekommen hast. Ohne Mama wäre es noch schlimmer für uns, dass du nicht da bist. Ja, Mama ist stark. Mach dir keine Sorgen. Seit 2,5 Jahren tut sie, was sie kann, damit wir dich nicht so vermissen. Aber nichts kann dich ersetzen. Meine Schwestern und ich haben heimlich überlegt, wie wir dich aus dem Gefängnis holen könnten. Miriam hat gesagt, sie würde nach Saudi-Arabien fahren, das Gefängnis kaputtschlagen und die Wachleute verhauen, damit Papa da rauskommt. Sie hat gesagt, Papa muss wieder nach Hause kommen. Wir warten auf den Tag, an dem dein Flugzeug am Flughafen von Montreal ankommt. Du wirst mich dort weinend warten sehen. Und ich werde nicht aufhören, bis du mich in deine Arme schließt und meine Tränen trocknest. Dudi, dein kleiner Schatz.